Er ist in den Katakomben unter der alten Kirche. Latouche, ich habe euch mehr Rückgrat zugetraut. Was wird nur euer Meister sagen? Oh Gott, hilf mir! Harter Abschaum! Mir entkommst du nicht! Ich bin nicht allein. Du hättest nicht wieder aus den Kolonien zurückkommen sollen. Stimme von Santiago Cisma, die Synchronstimme von Steve Buscemi sein. Kenne auf jeden Fall diese Synchronstimme. Das ist der mit den sehr aufgequollenen Augen. Kennt man aus einigen Filmen. Verpisst euch, Saubande! Versteck finden. Was meinst du, warum es so heiß ist? Wegen der Entlüftung der Katakomben. Warum brauchen sie das? Weil ohne
ohne die Entlüftung da unten alles voller Rauch wäre. Oh, okay. Das ist schlecht. Man könnte es gelinde gesagt als schlecht bezeichnen. Ist ja gut. Nicht jeder von uns hat bei den Montgolfiers studiert, bevor der Alkohol uns ruiniert hat. Einmal. Ich habe das nur einmal gesagt. Hä? Meint, Herr Professor. Das werdet ihr mir büßen. Okay, dann nicht. Keine Ahnung, das war zumindest informativ. Oh, das ist ja wieder ja. Okay, Desync. Ich habe echt ein Händchen für sinnlose Aktionen. Ja, aber jetzt ist auch mal wieder Ende. Wie eingangs gesagt, ich streame ja oder spiele in 21:9. Mit 2560 mal 1080p Auflösung. Allerdings kann man damit nicht so wirklich auf Twitch streamen. Deswegen, ich spiele in 21:9 und ihr guckt in 16:9 zu. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen hier, Le Pummel und Co. Tobi. Das war zumindest informativ. Und jetzt mache ich erstmal Ende. Spiel bringt auf jeden Fall Spaß, aber ich muss wirklich sagen, bei der Performance und der Grafik, wenn man sich hier so umguckt, naja. Also die ganzen Leute auf den Straßen können auch nicht davon ablenken, dass das einfach hier nicht altbackene Technik ist, aber dadurch, dass halt so viel Action hier überall ist, bleibt halt nichts mehr übrig, um die Stadt vernünftig anzuzeigen. Sicherlich mit super High-End-Grafikkarten sieht das besser aus, aber bei den Konsolen hat man ja auch gesehen, dass die dann irgendwie teils nur mit 18 FPS laufen. Vorhin gelesen, dass es auf der Xbox sogar ein bisschen Zacken schneller laufen soll. Aber die haben da noch einiges zu optimieren und meiner Meinung nach sollten die einfach weniger NPCs hier aufstellen, dann würde es weitaus besser laufen. Weil wenn ich mich hier schon umgucke, sehe ich so viele NPCs. Und wenn es nur die Hälfte wäre, dann würde die Stadt auch gut belebt sein, aber ich hätte garantiert irgendwas 10 FPS mehr oder so. Ja, vielleicht übertrieben, vielleicht 5. Ich weiß es nicht. Aber das ist noch wirklich nicht so optimiertes Spiel, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Nur ich bin halt nicht der Schleichexperte. Das bin ich halt eher nicht, aber es geht ja auch anders hier mit ein bisschen Metzeln und ein bisschen links und rechts. Das ist ganz cool gemacht, dass man so viele Möglichkeiten hat. Nur, was wirklich schade ist, dass die FPS einfach nicht reichen für so ein vernünftiges Immersive-Erlebnis. Weil es zuckelt dann doch zu viel oder es läuft einfach, wenn man sich jetzt hier, wenn man das so anguckt, das ist irgendwie, ne, das ist nicht immersive. Das ist irgendwie zuckelig. Nun gut. Ja, bis dann erstmal. Bis demnächst, wenn der dritte Teil dann rauskommt oder wenn ich weiter streame. Bis dann, ciao.